Wir haben ganz zu Beginn aufgrund des Jahrestages auch die Bilder gesehen von Tschernobyl und dem, was da damals passiert ist. Hunderttausende von Menschen mussten ihre Heimat verlassen, mussten fliehen und werden auf sehr wohl lange absehbare Zeit, also zu ihren Lebzeiten, dort auch wahrscheinlich nicht mehr zurückkehren können und ihre Heimat nicht wiedersehen. Ja, das ist ein bisschen die Überleitung in das Thema des heutigen Abends. Flucht ist ein weltweites Phänomen, viel diskutiert in den letzten Monaten. Armut, Hunger, Verfolgung, Kriege, all das sind Fluchtursachen und auch die von der Atomindustrie geschaffenen Supergaus sind Ursachen von Flucht. Günter Grass hat sich diesem Thema Migration und Flucht immer wieder angenommen in seinem jahrzehntelangen Schaffen. Und Lesen ohne Atomstrom hatte über das vergangene Jahr die Idee, gemeinsam mit dem Günter Grass Haus in Lübeck, daraus eine ganz eigene Textcollage zu machen und zu gucken, ob man da ein spannendes Programm bauen kann, was auch über die Jahre nachvollziehbar macht, was Flucht und Migration letztlich bedeutet. Ich glaube, das ist ganz gut gelungen und vor allen Dingen haben wir hervorragende Präsentatoren gewinnen können, die uns diese Texte jetzt nahebringen werden. Ich begrüßen Sie bitte mit mir ganz herzlich willkommen Katja Riemann, Helene Grass und Bela B. Und durch den Abend begleitet Sie der Leiter des Günter Grass Hauses in Lübeck, Jörg Philipp Thomser. Viel Vergnügen. Ja, ich darf Sie herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass wir hier zusammengekommen sind und ich werde Sie durch die nächsten 4,5 Stunden durch diese Lesung begleiten. Ich möchte einen Kommentar aufgreifen, der im NDR zu lesen war, online. Und zwar wurde da gesagt, dass es inzwischen schick sei, Veranstaltungen zum Thema Flucht und Vertreibung als Kulturveranstalter anzubieten. Und ich glaube, dass das für heute Abend überhaupt nicht gilt. Erstens wegen eines sehr glaubwürdigen Veranstalters. Zweitens wegen sehr glaubwürdigen Rezitatoren und natürlich wegen eines Werks eines Nobelpreisträgers, der sich Zeit seines Lebens, Herr Ness hat es eben schon angesprochen, mit Flucht und Vertreibung und Migration beschäftigt hat. Und vielleicht hat der ein oder andere schon mal von Ihnen den Namen Blechtrommel gehört. Selbst darin wird eben nicht nur das Aufkommen des Nationalsozialismus in Danzig, nicht nur der Zweite Weltkrieg, nicht nur die Shoah bzw. der Holocaust aufgegriffen, sondern für Grass war es eine gesamte Geschichte, ein Themenzusammenhang und da gehörte natürlich selbstverständlich auch das Thema Flucht und Vertreibung mit dazu. Das war neu im Jahr 1959, denn über die Schicksale der Deutschen zu schreiben, das war eben sehr mutig und auch biografisch legitimiert. Günter Grass hat 1999, als er in Stockholm den Nobelpreis für Literatur erhielt, in seiner berühmten Rede Fortsetzung folgt, übrigens eine seiner besten überhaupt, folgendes Zitat gebraucht. Zudem komme ich aus einer Flüchtlingsfamilie. Deshalb hat sich zu allem, was ein Schriftsteller von Buch zu Buch antreiben mag, die Gewissheit vom unwiederbringlichen Verlust der Heimat als anstiftende Kraft erwiesen. Erzählen sollte die zerstörte, verlorene Stadt Danzig, nein, nicht zurückgewonnen, jedoch beschworen werden. Diese Schreibobsession hat mich angestachelt. Grass spart das Leid deutscher Opfer in seinem Debütroman nicht aus. Er beschreibt etwa die Vergewaltigung einer Frau durch sowjetische Soldaten, ein Schicksal, das seine Mutter übrigens auch miterleiden musste, wie wir seit beim Häuten der Zwiebel spätestens wissen. Und aufgrund dieser Passage über die Vergewaltigung dieser Figur, dieser literarischen Figur, war eben der Roman auch in den Warschauer Paktstaaten verboten.
Grass schildert die Vertreibung der bekannten Figur Oskar Matzerath und anderer Einwohner aus Danzig. Der Plot des Kapitels Wachstum im Güterwaggon gehört zu den Höhepunkten des Romans, weil Grass darin einmal mehr eine an und für sich traurige Begebenheit in munter schwarzen Fabeln, das war die Begründung für den Nobelpreis für Literatur, erzählt. Und die Wirkung bei den Lesern ist dadurch natürlich nur umso größer. Ich, Bruno Münsterberg aus Altena im Sauerland, unverheiratet und kinderlos, bin Pfleger in der Privatabteilung der hiesigen Heil- und Pflegeanstalt. Herr Matzerath, der hier seit über einem Jahr stationiert ist, ist mein Patient. Ich habe noch andere Patienten, von denen hier nicht die Rede sein kann. Herr Matzerath ist mein harmlosester Patient. Nie gerät er so außer sich, dass ich andere Pfleger rufen müsste. Er schreibt und trommelt etwas zu viel. Um seine überanstrengten Finger schonen zu können, bat er mich heute, für ihn zu schreiben. Herr Matzerath fuhr am 12. Juni 1945 etwa um 11 Uhr vormittags von Danzig, das zu jenem Zeitpunkt schon Gdansk hieß, ab. Ihn begleiteten die Witwe Maria Matzerath, die mein Patient als seine ehemalige Geliebte bezeichnet, und Kurt Matzerath, meines Patienten angeblicher Sohn. Außerdem sollen sich in dem Güterwagen noch 32 andere Personen befunden haben, darunter 4 Franziskanerinnen in Ordenstracht und ein junges Mädchen mit Kopftuch, in welchem Herr Oskar Matzerath ein gewisses Fräulein Lucy Rennwand erkannt haben will. Nach mehreren Anfragen meinerseits gibt mein Patient aber zu, dass jenes Mädchen Regina Räck hieß. Er spricht aber weiterhin von einem namenlos dreieckigen Fuchsgesicht, das er dann doch immer wieder beim Namen nennt, Luzi ruft. Was mich nicht hindert, jenes Mädchen hier als Fräulein Regina einzutragen. Regina Räck reiste mit ihren Eltern, den Großeltern und einem kranken Onkel, der außer seiner Familie einen üblen Magenkrebs mit sich gen Westen führte. Viel sprach und sich sofort nach der Abfahrt als ehemaliger Sozialdemokrat ausgab. Soweit sich mein Patient erinnern kann, verlief die Fahrt bis Gdynia, das 4,5 Jahre lang Gotenhafen hieß, ruhig. 2 Frauen aus Oliva, mehrere Kinder und ein älterer Herr aus Langfur sollen bis kurz hinter Zoppot geweint haben, während sich die Nonnen aufs Beten verlegten. In Gdynia hatte der Zug 5 Stunden Aufenthalt. 2 Frauen mit 6 Kindern wurden noch in den Waggon eingewiesen. Der Sozialdemokrat soll dagegen protestiert haben, weil er krank war und als Sozialdemokrat von vor dem Kriege her Sonderbehandlung verlangte. Aber der polnische Offizier, der den Transport leitete, ohrfeigte ihn, als er nicht Platz machen wollte und gab in recht fließendem Deutsch zu verstehen, dass er nicht wisse, was das bedeute. Sozialdemokrat. Er habe sich während des Krieges an verschiedenen Orten Deutschlands aufhalten müssen. Während der Zeit sei ihm das Wörtchen Sozialdemokrat nie zu Gehör gekommen. Der magenkranke Sozialdemokrat kam nicht mehr dazu, dem polnischen Offizier Sinn und Wesen und Geschichte der Sozialdemokratischen Partei Deutschland zu erklären, weil der Offizier den Waggon verließ, die Türen zuschob und von außen verriegelte. Ich habe vergessen zu schreiben, dass alle Leute auf Stroh saßen oder lagen. Als der Zug am späten Nachmittag abfuhr, riefen einige Frauen, wir fahren wieder zurück nach Danzig. Aber das war ein Irrtum. Der Zug wurde nur rangiert und fuhr dann westwärts in Richtung Stolp. Die Reise bis Stolp soll 4 Tage gedauert haben, weil der Zug auf freier Strecke ständig von ehemaligen Partisanen und polnischen Jugendbanden aufgehalten wurde. Die Jugendlichen öffneten die Schiebetüren der Waggons, ließen etwas frische Luft hinein und entführten mit der verbrauchten Luft auch einen Teil des Reisegepäcks aus den Waggons. Immer wenn die Jugendlichen den Waggon des Herrn Matzerath besetzten, erhoben sich die 4 Nonnen und hielten ihre an den Kutten hängenden Kreuze hoch. Die 4 Kruzifixe beeindruckten die jungen Burschen sehr. Sie bekreuzigten sich, bevor sie die Rucksäcke und Koffer der Reisenden auf den Bahndamm warfen.
Als der Sozialdemokrat den Burschen ein Papier hinhielt, auf welchem ihm noch in Danzig oder Gdansk polnische Behörden bescheinigt hatten, dass er zahlendes Mitglied der Sozialdemokratischen Partei von 31 bis 37 gewesen war, bekreuzigten sich die Burschen nicht, sondern schlugen ihm das Papier aus den Fingern, schnappten sich seine zwei Koffer und den Rucksack seiner Frau. Auch jenen feinen, großkarierten Wintermantel, auf dem der Sozialdemokrat lag, trug man an die frische pommersche Luft. Herr Mazerat kann seine Erzählung nicht geradlinig in Bewegung halten. Abgesehen von den vier Nonnen, die er einmal Franziskanerinnen, dann Vinzentinerinnen nennt, ist es besonders jenes junge Ding, das mit seinen zwei Namen und einem einzigen, angeblich dreieckigen Fuchsgesicht seinen Bericht immer wieder auflöst und mich, den Nacherzähler, eigentlich nötigen sollte, zwei oder noch mehr Versionen jener Reise aus dem Osten nach dem Westen zu notieren. Das jedoch ist nicht mein Beruf. Und so halte ich mich an den Sozialdemokraten, der während der ganzen Fahrt nicht das Gesicht wechselte. Ja, nach Aussage meines Patienten, bis kurz vor Stolp allen Mitreisenden immer wieder erklärt haben soll, dass auch er bis zum Jahre 37 als eine Art Partisan, Plakate klebend, seine Gesundheit aufs Spiel gesetzt, seine Freizeit geopfert haben, denn er sei einer der wenigen Sozialdemokraten gewesen, die auch bei Regenwetter Plakate klebten. So soll er auch gesprochen haben, als kurz vor Stolp der Transport zum so und so vielten Male aufgehalten wurde, weil eine größere Jugendbande ihren Besuch anmeldete. Da kaum noch Gepäck vorhanden war, gingen die Burschen dazu über, den Reisenden ihre Kleidung auszuziehen. Vernünftigerweise beschränkten die jungen Leute sich auf Herrenoberbekleidung. Das konnte hingegen der Sozialdemokrat nicht verstehen, weil er meinte, ein geschickter Schneider könne aus den weitläufigen Kutten der Nonnen mehrere und vorzügliche Anzüge schneidern. Der Sozialdemokrat war, wie er gläubig verkündete, ein Atheist. Die jungen Räuber jedoch hingen, ohne das gläubig zu verkünden, der alleinselig machenden Kirche an und wollten nicht die ergiebigen Wollstoffe der Nonnen, sondern den einreihigen, leicht holzhaltigen Anzug des Atheisten. Der aber wollte Jacke, Weste und Hose nicht ausziehen, erzählte vielmehr von seiner kurzen, aber erfolgreichen Laufbahn als sozialdemokratischer Plakatkleber und wurde, als er vom Erzählen nicht lassen, sich beim Anzug ausziehen widerspenstig zeigen wollte, von einem ehemaligen Wehrmachtsknobelbecher in den Magen getreten. Der Sozialdemokrat übergab sich heftig, anhaltend und schließlich blutauswerfend. Dabei trug er seinem Anzug keine Sorge und die Burschen verloren jedes Interesse an dem zwar beschmutzten, doch durch eine gründliche chemische Reinigung wieder zu rettenden Stoff. Auf Herrenoberbekleidung verzichteten sie, zogen aber Frau Maria Mazerat eine hellblaue Kunstseidenbluse und dem jungen Mädchen, das nicht Luzi Rennwand, sondern Regina Räck hieß, das Berchtesgadener Strickjäckchen aus. Dann schoben sie die Tür des Waggons zu, aber nicht ganz zu, und der Zug fuhr ab, während das Sterben des Sozialdemokraten begann. 2-3 Kilometer vor Stolp wurde der Transport auf ein Abstellgleis geschoben und blieb dort während der Nacht, die sternenklar, aber für den Monat Juni kühl gewesen sein soll. In jener Nacht starb, wie Herr Mazerat sagt, unanständig und laut gottlästernd, die Arbeiterklasse zum Kampf aufrufend, mit letzten Worten, wie man es in Filmen zu hören bekommt, die Freiheit hochlebend lassend, schließlich einem Brechanfall verfallend, der den Waggon mit Entsetzen füllte, jener Sozialdemokrat, der allzu sehr an seinem einreihigen Anzug hing. Kein Geschrei hinterher, sagt mein Patient. Es wurde und blieb still in dem Waggon. Nur Frau Maria klapperte mit den Zähnen, weil sie ohne Bluse fror und die letzte übrig gebliebene Wäsche dem Sohn Kurt und dem Herrn Oskar draufgelegt hatte. Gegen Morgen nahmen zwei beherzte Nonnen die Gelegenheit der offen gebliebenen Wagentür wahr, reinigten den Waggon und warfen durchnässtes Stroh, den Kot der Kinder und Erwachsenen, auch den Auswurf des Sozialdemokraten auf den Bahndamm.
In Stolp wurde der Zug von polnischen Offizieren inspiziert. Gleichzeitig wurden warme Suppe und ein dem Malzkaffee ähnliches Getränk ausgeteilt. Die Leiche im Waggon des Herrn Mazerath beschlagnahmte man wegen Seuchengefahr, ließ sie von Sanitätern auf einem Gerüstbrett davontragen. Nach Fürsprache der Nonnen erlaubte ein höherer Offizier noch den Angehörigen ein kurzes Gebet. Auch durften dem toten Mann die Schuhe, Strümpfe und der Anzug ausgezogen werden. Mein Patient beobachtete während der Entkleidungsszene, später wurde die Leiche auf dem Brett mit leeren Zementsäcken zugedeckt, die Nichte des Entkleideten. Abermals erinnerte ihn das junge Mädchen, obgleich es Räk hieß, heftig abstoßend und faszinierend zugleich an Luzi Rennwand. Jenes Mädchen im Waggon beteiligte sich bei der Plünderei, erbte von des Onkels Anzug die Weste, zog die anstelle ihrer entführten Strickjacke an und prüfte ihre neue, nicht einmal unkleidsame Aufmachung in einem Taschenspiegel. Soll mit dem Spiegel? Und hier begründet sich die heute noch nachwirkende Panik meines Patienten, ihn und seinen Liegeplatz eingefangen, gespiegelt und glatt, kühl mit Strichaugen aus einem Dreieck heraus beobachtet haben. Die Fahrt von Stolp nach Stettin dauerte 2 Tage. Zwar gab es noch oft genug unfreiwilligen Aufenthalt und die langsam schon zur Gewohnheit werdenden Besuche jener mit Fallschirmjägermessern und Maschinenpistolen bewaffneten Halbwüchsigen, doch die Besuche wurden kürzer und kürzer, weil bei den Reisenden kaum noch etwas zu holen war. Mein Patient behauptet, er habe während der Reise von Danzig, Gdansk nach Stettin so innerhalb einer Woche 9, wenn nicht 10 Zentimeter Körperlänge gewonnen. Vor allem sollen sich Ober- und Unterschenkel gestreckt, Brustkorb und Kopf jedoch kaum gedehnt haben. Dafür ließ sich, obgleich der Patient während der Reise auf dem Rücken lag, das Wachstum eines leicht nach links oben verlagerten Buckels nicht verhindern. Auch gibt Herr Mazerath zu, dass sich die Schmerzen hinter Stettin, inzwischen hatte deutsches Eisenbahnpersonal den Transport übernommen, steigerten und durch bloßes Blättern im Fotoalbum der Familie nicht in Vergessenheit zu bringen waren. Er hat mehrmals und anhaltend schreien müssen, bewirkte mit dem Geschrei zwar keine Schäden in irgendeiner Bahnhofsverglasung, Mazerath, meiner Stimme war jede glaszersingende Potenz abhanden gekommen, versammelte aber die 4 Nonnen mit seinem Geschrei vor seinem Lager und ließ die aus dem Gebet nicht mehr herauskommen. Die gute Hälfte der Mitreisenden, darunter die Angehörigen des verstorbenen Sozialdemokraten mit dem Fräulein Regina, verließen in Schwerin den Transport. Herr Mazerath bedauerte das sehr, da ihm der Anblick des jungen Mädchens so vertraut und notwendig geworden war, dass ihn nach ihrem Fortgang heftige, krampfartige Anfälle von hohem Fieber begleitet überfielen und schüttelten. In Lüneburg wurde Herr Oskar Mazerath in ein Krankenhaus eingeliefert. Soweit die munterschwarzen Fabeln aus der Blechtrommel. In den Roman Hundejahre aus dem Jahr 63 und Die Rettin aus dem Jahr 86 widmet sich Grass ebenfalls den deutschen Opfern des Zweiten Weltkrieges und der Flucht und Vertreibung nach 45. Warum wurde er dann trotzdem mit der Veröffentlichung der Novelle Im Krebsgang 2002 als Überwinder eines Tabus angesehen? Denn angeblich hatten die wichtigsten Autoren der legendären Gruppe 47 nach 1945 die Deutschen als Opfer in ihren Büchern vernachlässigt. Diese Vorwürfe hatte der Autor und Literaturwissenschaftler W.G. Sebald erhoben und damit Ende der 90er Jahre eine große Debatte in den Feuilletons angezettelt. In seinem Buch Mein Jahrhundert aus dem Jahr 1999 tauchen Sebalds Thesen als erzählerische Folie wieder auf. In diesem Werk hatte sich zu jedem Jahr des 20. Jahrhunderts eine Geschichte ausgedacht. In jener, die wir gleich hören, aus dem Jahr
zu dem Jahr 1945, die übrigens auch sehr gut zu dieser Stadt, Einzugsgebiet von Lübeck, hörte ich, lässt er also einen Kriegsberichterstatter auftauchen. Und diesen verschlägt es angesichts der schrecklichen Erfahrungen im Krieg die Sprache. Er ist unfähig, über die Opfer zu schreiben. 1945. Nach den Worten unseres Gastgebers war ein Orkantief von Island in Richtung Schweden unterwegs. Er habe den Wetterdienst gehört. Der Luftdruck sackte rapide ab. Böen in Windstärke 12 seien zu erwarten. Aber keine Bange, Leute, dieses Haus trotzt allen Sturmgewalten. Und an jenem Freitag, dem 16. Februar 1962, heulten kurz nach 20 Uhr die Sirenen. Es war wie Krieg. Der Orkan traf die Insel in ihrer Länge mit ganzer Wucht. Verständlich, dass dieses Naturtheater einige äußerst lebendig machte. Jahre an der Front hatten uns trainiert, dabei möglichst ganz vorne dabei zu sein. Immer noch waren wir Spezialisten, ich auch. Trotz der Warnungen unseres Gastgebers verließ ein Pulk ehemaliger Kriegsberichterstatter das, wie uns versichert worden war, wetterfeste Haus. Nur mühsam und geduckt robbten wir uns von Altwesterland bis zur Strandpromenade vor, sahen dort Fahnenmasten geknickt, entwurzelte Bäume, Reetdächer abgedeckt, Ruhebänke und Zäune durch die Luft gewirbelt. Und durch die Gischt ahnten wir mehr, als zu sehen war. Haushohe Wellen berannten die Westküste der Insel. Erst später erfuhren wir, was diese Sturmflut elbaufwärts in Hamburg, besonders im Stadtteil Wilhelmsburg, angerichtet hatte. 3,5 Meter Wasserstand über normal. Deiche brachen, Sandsäcke fehlten, über 300 Tote. Der Einsatz der Bundeswehr, einer, der später Kanzler wurde, erteilte Befehle, verhinderte das Schlimmste. Nein, auf Sylt gab es keine Toten, aber bis zu 16 Meter tief wurde die Westküste weggerissen. Sogar auf der Wattseite der Insel hieß es Land unter. Das Kliff von Keitum überspült, List und Hörnum gefährdet. Kein Zug kam mehr über den Hindenburgdamm. Als der Sturm abgeflaut war, sichteten wir die Schäden. Wir wollten berichten. Das hatten wir gelernt. Darauf waren wir spezialisiert. Doch als der Krieg zu Ende ging und nur noch über Schäden und Verluste zu berichten gewesen wäre, waren allenfalls Durchhalteappelle gefragt. Zwar schrieb ich über ostpreußische Flüchtlingstricks, die von Heiligenbeil aus über das zugefrorene Haff die frische Nährung erreichen wollten, aber niemand, keine Zeitung, druckte meinen Elendsbericht. Ich sah mit Zivilisten, Verwundeten, Parteibonzen überladene Schiffe von Danzig ablegen, sah die Wilhelm Gustloff 3 Tage, bevor sie sank. Ich schrieb kein Wort darüber. Und als Danzig weithin sichtbar in Flammen stand, gelang mir keine zum Himmel schreiende Elegie. Vielmehr schlug ich mich inmitten versprengter Soldaten und ziviler Flüchtlinge zur Weichselmündung durch. Ich sah, wie das KZ Stutthof geräumt, wie Häftlinge, soweit sie den Marsch bis Nickelswalde überlebt hatten, auf Fährpräme gepfercht, dann auf Schiffe verladen wurden, die vor der Flussmündung ankerten. Keine Schreckensprosa, keine aufgewärmte Götterdämmerung. Ich sah das alles und schrieb nichts darüber. Ich sah, wie in dem geräumten KZ die hinterlassenen Leichen geschichtet, verbrannt wurden, sah, wie die Flüchtlinge aus Elbing und Tiegenhof mit Sack und Pack die leeren Baracken belegten, sah aber keine Bewacher mehr. Nun kamen polnische Landarbeiter, ab und zu wurde geplündert und immer noch Kämpfe, weil sich der Brückenkopf Weichselmündung bis in den Mai hielt. Und das alles bei dem schönsten Frühlingswetter. Ich lag zwischen Strandkiefern, sonnte mich, brachte aber keine Zeile zu Papier. Obgleich mir alle, die Bauersfrau aus Masuren, die ihre Kinder verloren, ein greises Ehepaar, das sich von Frauenburg bis hierher durchgeschlagen hatte, ein polnischer Professor, der als einer von wenigen KZ-Häftlingen geblieben war, ein polnischer Professor, mit ihrem Elend in den Ohren lagen. Das zu beschreiben. Das hatte ich nicht gelernt. Dafür
fehlten mir die Worte. So lernte ich die Verschwiegenheit. Mit einem der letzten Küstenschiffe, das von Schievenhorst Kurs nach Westen nahm und trotz einiger Tiefliegerangriffe am 2. Mai Travemünde erreichte, kam ich davon. Nun stand ich zwischen gleichfalls Davongekommenen, die, wie meine Wenigkeit, geübt waren, über Vormärsche und Siege zu berichten und den Rest zu verschweigen. Ich versuchte, wie es die anderen taten, Sturmschäden auf der Insel Sylt zu notieren und hörte mir notierend die Klagen der Wassergeschädigten an. Was hätten wir anderes tun sollen? Schließlich lebte unser eins von Berichten. Tags darauf verkrümelte sich der Haufen. Die Asse unter uns Ehemaligen hatten ohnehin in den massiven Strandvillen der Insel Prominenz Unterkunft gefunden. Zum Schluss erlebte ich bei nun frostig sonnigem Winterwetter einen unbeschreiblichen Sonnenuntergang. Dann, als wieder die Bahn fuhr, machte ich mich über den Hindenburgdamm davon. Nein, wir haben uns nirgendwo mehr getroffen. Meinen nächsten Bericht schrieb ich weit ab in Algerien, wo nach 7 Jahren anhaltendem Gemetzel Frankreichs Krieg in den letzten Zügen lag, aber nicht aufhören wollte. Was sagt das schon, Frieden? Für unser eins hat der Krieg nie aufgehört. Für unser eins hat der Krieg nie aufgehört. Den letzten Satz aus dieser fiktiven Geschichte hätte Günter Grass genauso sagen können. Beim Schreiben sehen mir viele Tote zu, äußerte er einmal. Die Erfahrungen, die Günter Grass im Zweiten Weltkrieg sammelte, waren eine Ursache für sein späteres politisches Engagement. In den 60er Jahren unterstützte er in manchen Kreisen als Anarchist verschiedene Schriftsteller, die Ostpolitik Willy Brandts. Sehr früh war Grass klar, dass die östlichen Regionen des damaligen Deutschen Reichs für immer verloren waren. Deswegen plädierte er für die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Und diese Haltung, das darf man nicht vergessen, fiel ihm keineswegs leicht. Er war kein vaterlandsloser Geselle. Er hat das nicht dahingesagt, sondern diese Haltung war realpolitischer Einsicht geschuldet. Zugleich setzt er sich in vielen Reden für die Bewahrung der Traditionen, Bräuche und Dialekte deutscher Ostflüchtlinge ein. Sie hören nun Ausschnitte aus 3 Reden des Wahlkämpfers Günter Grass. 1965. Noch einmal. Wenn es uns an Stettin und der Lausitz wirklich gelegen ist, sollten wir den Mut aufbringen, Königsberg und Breslau aus unserem Lied, was ist das deutsche Vaterland, als geografische Begriffe zu streichen. Aber nicht notwendig ist es deshalb, die Heimatverbände aufzulösen und jene Provinzen, die einmal das deutsche Vaterland gewesen sind, zu vergessen. Gewiss, Schluss mit den kostspieligen und Funktionäre mästenden Flüchtlingstreffen. Aber an ihrer Stelle fordere ich die ernsthafte Erforschung aussterbender Dialekte und die Gründung von gut geplanten, durchaus lebensfähigen und nicht nur musealen Städten, die Neukönigsberg, Neubreslau, Neukolberg und Neudanzig heißen mögen. Lasst uns Stadtgründer sein. Wir haben Platz in der Eifel, im Hunsrück, im Emsland und im Bayerischen Wald. Es mangelt nicht an unterentwickelten Gebieten, die auf solch realistische Art erschlossen werden könnten. Gerne bin ich bereit, bei der Grundsteinlegung der Stadt Neudanzig, sie muss nicht an der Ostsee liegen, meinen Teil beizutragen. Wer sagt da Utopie? Ha? Nein. Nichts davon. Es bedarf der Vernunft und einer Portion Pioniergeist, wie ihn die deutschen Auswanderer in Amerika bewiesen haben. Unser Land ist reich genug, diese Neugründungen zu wagen. Moderne, kühn geplante Städte sehe ich entstehen, die, da es ohnehin an Universitäten und Hochschulen mangelt, wissenschaftliche Zentren sein könnten. Architekten könnten Wagnisse eingehen, die uns aus unseren städtebaulichen Sackgassen herausführen.
traditionelle Industrien sehe ich Fuß fassen. Und vielleicht werden auch die aussterbenden Dialekte, Gerhard Hauptmanns Schlesisch und mein geliebtes Danziger Platt, Afghanisch, Türkisch, Somalisch, sogar Schweizerdeutsch, grotesk gemischt mit friesischer und bayerischer Mundart eine Renaissance erleben. 1969. Meine Rede vom alten Eisen entwickelte sich aus persönlicher Erfahrung. Und wenn ich jetzt versuche, zum Schluss unsere älteren Landsleute aus Ostpreußen, Pommern, Schlesien, aus dem Sudetenland anzusprechen, spreche ich gleichfalls aus persönlicher Erfahrung. Denn ich komme von dort und habe wie 9 Millionen Ostflüchtlinge meine Heimatstadt für immer verloren. Während der vergangenen 20 Jahre ist es besonders den älteren Ostflüchtlingen schwergefallen, sich im Westen neu einzuleben. Planlose Umsiedlungsaktionen haben zusätzlich die Familien auseinandergerissen und gerade bei alten Leuten die Vereinsamung gefördert. Zudem gab es immer wieder Politiker, die besonders in Wahlzeiten den Flüchtlingen falsche Hoffnungen gemacht haben, indem sie ihnen versprachen, sie könnten ihren Lebensabend, wenn man nur CDU, CSU wähle, in der verlorenen Heimat verbringen. Ich erinnere mich, wie gutgläubig meine Großmutter jahrelang und bis zu ihrem Tod diesen skrupellosen Versprechungen Glauben geschenkt hat. Sie saß auf dem Koffer und konnte nicht heimisch werden. Politische Zwecklügen haben es Millionen alten Menschen schwer gemacht, nach der Flucht oder Umsiedlung im Westen eine neue Heimat zu finden. Es kann gut sein, dass sich auch in diesem Wahljahr abermals CDU-Politiker aufmachen und wieder besseres Wissen auf Stimmfang gehen. Ich bitte meine Landsleute aus den verlorenen Ostprovinzen, diesen Lügen nicht Glauben zu schenken. Wir haben Ostpreußen, Schlesien und Pommern verloren. Und kein Wunschdenken wird diese Provinzen zurückgewinnen können. Den Politikern jedoch, die immer noch meinen, sie könnten mit dem verständlichen Heimweh alter Leute ein politisches Geschäft betreiben, sei gesagt, dass dieser Zynismus auf sie zurückfallen werde. 1971. Berlin ist zäh. Diese Stadt kann den Überdruss an ihren Zuständen und den Jammer über ihre Lage und Teilung überleben. Und einer ihrer ärgsten Missstände könnte ihr, wenn sie will, in wenigen Jahren zum Vorteil ausschlagen. Ich spreche von den 70.000 legal und 20.000 illegal beschäftigten ausländischen Arbeitern in West-Berlin. Noch sperrt sich diese Stadt. In miserablen Unterkünften, durch Mietwucher gepresst, von den Gewerkschaften nur unzureichend geschützt, latent der Kriminalität verdächtig und kleinlich beargwöhnt. So leben Türken, Spanier, Kroaten, Italiener, Griechen verstreut und eng beieinander. Zu wenige Bürger wollen wahrhaben, dass West-Berlin, wenn es ohne Hinterland aus sich heraus existieren will, nicht durch westdeutsche Hilfe allein, sondern, wie viele Großstädte, New York, London, Paris, durch die Internationalisierung seiner Bevölkerung Zukunft haben wird. Um es hart zu sagen, nicht die Behinderung der Zufahrtswege, sondern das blockierte Begriffsvermögen seiner Bürger und Behörden könnte West-Berlin zum Altersheim verengen. Hat man vergessen, welche Impulse Berlin den eingewanderten Hugenotten verdankt? Wie keine andere Stadt ist Berlin auf Neubürger, also auf Gastarbeiter und deren Familien angewiesen. Viele möchten bleiben, Frauen und Kinder nachkommen lassen, scheitern jedoch an den Behörden, wie die Behörden an sich scheitern.
Wer sich von der neuen aktiven Ostpolitik zu Recht mehr äußere Sicherheit für Berlin verspricht, der sollte auch für das Aufbrechen innerer Verkrustungen plädieren und jene Sperrriegel abschlagen, die zur streng miefenden Verschachtelung und bürokratischen Schildbürgerei ihre Beiträge geleistet haben. Ausblick gewinnen, Trümmerberge und sonstige Anhöhen benutzen, vom Kreuzberg aus eine Utopie entwerfen. Ich denke mir türkische, kroatische, spanische, griechische und italienische Straßenzüge und Stadtteile. Direkt neben Schultheiß, am Fuße des Kreuzberges, lasse ich eine Moschee samt Minarett wachsen. Schon in der zweiten Generation sind Türken, Kroaten und Italiener geborene und gelernte Berliner. Alle Grundrechte stehen ihnen zu. Sie wählen und werden gewählt. Vorurteile sind nur noch Legende. Und selbst die Meierei Bolle kann ohne Scheu, also werbewirksam, auf den türkischen Ursprung des Wortes Joghurt hinweisen. Nur Utopie? Ja, 1971 stellte Günter Grass eben die rhetorische Frage, fehlt in Kreuzberg ein Minarett? Noch klarer als in Mein Jahrhundert, ja, lässt er die eingangs erwähnte Sebald-Debatte in seiner Novelle Im Krebsgang Revue passieren. Und der in seinen Texten immer besonders wichtige erste Satz lautet hier, warum erst jetzt? An anderer Stelle heißt es, ich zitiere, das nagt an dem Alten. Eigentlich, sagt er, wäre es Aufgabe seiner Generation gewesen, dem Elend der ostpreußischen Flüchtlinge Ausdruck zu geben. Niemals, sagt er, hätte man über so viel Leid, nur weil die eigene Schuld, übermächtig und bekennende Reue in all den Jahren vordringlich gewesen sei, schweigen, das gemiedene Thema den Rechtsgestrickten überlassen sollen. Dieses Versäumnis sei bodenlos. Sie wissen vielleicht, dass es in der Novelle um den Untergang der Wilhelm Gustloff ging mit über 9000 Toten, allein davon 4500 Frauen und Kinder. Die zitierte Passage stammt natürlich nicht von Günter Grass selbst, sie gibt ihn nicht direkt wieder, sondern es ist die einer Figur. Und in der Literaturwissenschaft ist die Verwandtschaft der Gattung Novelle mit der des Dramas bekannt. Deshalb überrascht es nicht, dass Grass die Position der Sebald-Debatte wie in einem Theaterstück durch einzelne Figuren verhandeln lässt. Ungewöhnlich und neu nämlich war es nach der Jahrtausendwende keineswegs, dass ein deutscher Autor über das Leid seiner Landsleute während des Zweiten Weltkriegs und danach schrieb. Aber dass eben der gerade frisch gebackene Nobelpreisträger, politisch links verortete Autor, ein ganzes Buch mit solchem Inhalt veröffentliche, das war tatsächlich neu. Zumindest in dieser Form. Zweifelsohne befand sich Günter Grass zu dieser Zeit auf dem Höhepunkt seines Ruhms. Nie zuvor und danach wurde eine Veröffentlichung von ihm in den Medien und in der Öffentlichkeit derart gefeiert. Es soll der erste Offizier des sowjetischen U-Bootes S-13 gewesen sein, der ferne Positionslichter sichtete. Wer auch immer Meldung erstattet hat, Marinescu war sofort auf dem Turm des Überwasserfahrt machenden Bootes. Er trug, wie überliefert wurde, zur pelzbesetzten Mütze der Ushanka, unvorschriftsmäßig nicht den gefütterten Mantel, die Dienstbekleidung der U-Boot-Offiziere, sondern hatte sich ein ölverschmiertes Schafsfell umgehängt. Bei getauchter Lage, während langer Fahrt mit Elektromotoren, waren dem Kapitän nur die Geräusche kleiner Schiffe gemeldet worden. Vor Hehler gab er Befehl zum Auftauchen. Die Dieselmotoren sprangen an. Jetzt erst wurde ein von Zwillingsschrauben angetriebenes Schiff hörbar. Plötzliches Schneetreiben schützte das Boot, nahm aber die Sicht. Als das Wetter sich beruhigte, wurden die Umrisse eines auf 20.000 Tonnen geschätzten Truppentransporters und ein Begleitboot gesichtet. Das geschah von der Seeseite her, mit Blick auf die Steuerbordseite des Transporters und in Richtung Pommersche Küste, die zu erahnen war. Vorerst geschah nichts. Ich kann nur mutmaßen, was den Kapitän von S-13 bewogen hat, bei beschleunigter Überwasserfahrt das Schiff
und dessen Begleiter in riskantem Manöver Achtern zu umlaufen, um dann von der Küstenseite aus mit weniger als 30 Meter Tiefe unter dem Boot eine Angriffsposition zu suchen. Späteren Aussagen nach wollte er die Faschistenhunde, die sein Vaterland überfallen und verwüstet hatten, treffen, wo er sie fand. Das war ihm bisher nicht gelungen. Seit 2 Wochen verlief die Suche nach Beute ergebnislos. Weder nahe der Insel Gotland noch vor den baltischen Häfen Windau und Memel war er zum Schuss gekommen. Keines der 10 Torpedos an Bord hatte ein Rohr verlassen. Wie ausgehungert wird er gewesen sein? Zudem könnte dem nur auf See tüchtigen Marinesco die Befürchtung im Nacken gesessen haben, man werde ihn sogleich nach womöglich erfolgloser Rückkehr in die Stützpunkthäfen Turku oder Hengo vor das vom NKWD, dem Innenministerium, geforderte Kriegsgericht stellen. Nicht nur die letzte Sauftour und sein den Landurlaub überschreitendes Verweilen in finnischen Hurenhäusern konnten ihm angelastet werden. Er stand unter Spionageverdacht. Einer Beschuldigung, die seit Mitte der 30er Jahre in der Sowjetunion bei Säuberungen Praxis gewonnen hatte und durch nichts zu widerlegen war. Allenfalls konnte ihn ein unübersehbarer Erfolg retten. Nach annähernd 2 Stunden Überwasserfahrt war das Umgehungsmanöver beendet. S-13 lief jetzt auf Parallelkurs zum feindlichen Objekt, das zur Verwunderung der Turmbesatzung mit gesetzten Positionslichtern keinen Zickzackkurs fuhr. Da das Schneetreiben gänzlich aufgehört hatte, bestand Gefahr, dass die Wolkendecke aufriss und nicht nur der Riesentransporter und dessen Begleitschiff, sondern auch das U-Boot im Mondlicht liegen würden. Dennoch blieb Marinesco beim Entschluss zum Überwasserangriff. Als Vorteil für S-13 erwies sich, dass die U-Boot-Ortungsanlage des Torpedobootes Löwe, was niemand auf S-13 ahnen konnte, vereist war und keine Reflexe aufnahm. Die englischen Buchautoren Dobson, Miller, Payne gehen in ihrem Bericht davon aus, dass der sowjetische Kommandant die von deutschen Unterseebooten im Atlantik praktizierte Methode des Angriffs in aufgetauchter Position ihrer Erfolge wegen lange geübt hatte und jetzt endlich anwenden wollte. Der Überwasserangriff erlaubt bei besserer Sicht schnellere Fahrt und größere Zielgenauigkeit. Marinesco befahl, den Auftrieb noch weiter zu drosseln, bis der Bootskörper nicht mehr sichtbar war und nur der Turm aus der immer noch schwer bewegten See ragte. Angeblich soll kurz vor dem Angriff von der Brücke des Zielobjekts aus eine Leuchtrakete abgeschossen und sollen Blinksignale gesichtet worden sein. Doch dafür gibt es aus deutscher Quelle den Berichten der überlebenden Kapitäne keine Bestätigung. So näherte sich S-13 ungehindert der Backbordseite des Ziels. Auf Anweisung des Kommandanten wurden die 4 Bug-Torpedos in ihren Abschussrohren auf 3 Meter Tiefe eingestellt. Die geschätzte Entfernung zum feindlichen Objekt betrug 600 Meter. Im Periskop lag der Bug des Schiffes im Fadenkreuz. Nach Moskauer Zeit war es 23.04 Uhr, nach deutscher 2 Stunden früher genau. Bevor aber an dieser Stelle Marinescos Feuerbefehl erfolgt und nicht mehr zurückgenommen werden kann, muss eine überlieferte Legende in meinen Bericht eingeschoben werden. Ein Bootsmann namens Pichur hatte, bevor S-13 den Hafen von Hengö verließ, alle Torpedos mit in Pinselschrift gemalten Widmungen geschmückt, sodass auch die 4 zum Abschuss bereiteten Torpedos. Der erste war für das Mutterland bestimmt. Der Torpedo in Rohr 2 hieß für Stalin. In den Rohren 3 und 4 sprachen sich die gepinselten Widmungen auf aalglatter Oberfläche für das sowjetische Volk und für Leningrad aus. So vorbestimmt liefen nach endlich erteiltem Befehl 3 der 4 Torpedos. Der Stalin gewidmete blieb im Rohr stecken und musste in Eile entschärft werden. Auf das aus Marinescos Sicht namenlose Schiff zu, in dessen Station für Wöchnerinnen und schwangere Mütter bei leiser Radiomusik noch immer schlief. Während die 3 beschrifteten Torpedos unterwegs sind, bin ich versucht, mich an Bord der Gustloff zu denken. Leicht sind die Marinehelferinnen zu finden, die zuletzt eingeschifft und im trockengelegten Schwimmbad einquartiert wurden, gleichfalls in der anschließenden Jugendherberge, vormals für auf Ferienreise geschickte Hitlerjungen und BDM-Mädel bestimmt. Gedrängt hocken und liegen sie, noch halten die Frisuren, aber kein Lachen mehr, keine netten und spitzzüngigen Klatschgeschichten,
Einige leiden unter Seekrankheit. Dort und überall auf den Gängen der anderen Decks in den einzigen Fest- und Speisesälen riecht es nach Erbrochenem. Die für die Masse der Flüchtlinge und Marineangehörigen ohnehin zu wenigen Toiletten sind verstopft. Die Ventilatoren schaffen es nicht, mit der verbrauchten Luft den Gestank abzusaugen. Seit Auslaufen des Schiffes tragen auf Befehl alle die ausgeteilten Schwimmwesten, doch legen der zunehmenden Hitze wegen viele ihre zu warme Wäsche und auch die Schwimmwesten ab. Leise quengeln Alte und Kinder. Keine Lautsprecherdurchsagen mehr, alle Geräusche gedämpft. Ein ergebenes Seufzen und Wimmern. Ich stelle mir keine Untergangsstimmung, wohl aber deren Vorstufe, sich einschleichende Angst vor. Nur auf der Kommandobrücke soll nach ausgetragenem Streit die Stimmung einigermaßen hoffnungsvoll gewesen sein. Die vier Kapitäne glaubten mit dem Erreichen der Stolpebank die größte Gefahr hinter sich zu haben. In der Kabine des ersten Offiziers wurde eine Mahlzeit gelöffelt, Erbsensuppe mit Fleischeinlage. Danach ließ Korvettenkapitän Zahn und Steward Cognac vom Steward Cognac servieren. Man sah Anlass, auf eine vom Glück begünstigte Fahrt anstoßen zu dürfen. Zu Füßen seines Herrn schlief der Schäferhund Hassan. Als Wachoffizier war nur Kapitän Weller auf der Brücke, indessen war die Zeit abgelaufen. Von Kindheit an kenne ich Mutters Satz: Ich war gleich ganz wach, als es zum ersten Mal gebumst hat. Und denn nochmal und nochmal. Der erste Torpedo traf tief unter der Wasserlinie den Bug des Schiffes, dort, wo die Mannschaftsräume lagen. Wer auf Freiwache war, Stullen kaute und in seiner Koje schlief und die Explosion überlebte, kam dennoch nicht davon, weil Kapitän Weller gleich nach der ersten Schadensmeldung alle Schotten zum Vorschiff automatisch schließen ließ, um ein schnelles Sinken über den Bug zu verhindern. Die Notmaßnahme Schotten schließen war kurz vor Auslaufen des Schiffes geübt worden. Zu den aufgegebenen Matrosen und kroatischen Freiwilligen zählten viele, die während Übungen auf das geordnete Besetzen und Vieren der Rettungsboote vorbereitet worden waren. Niemand weiß, was in dem abgeschotteten Vorschiff plötzlich verzögert endgültig geschah. Gleichfalls ist mir Mutters anschließender Satz eingeprägt geblieben: Beim zweiten Bums bin ich aus dem Bett gefallen. So schlimm war der. Dieser Torpedo aus Rohr 3, der auf glatter Oberfläche die Aufschrift für das sowjetische Volk als Widmung trug, detonierte unterm Schwimmbad auf dem E-Deck des Schiffes. Nur 2 oder 3 Marinehelferinnen überlebten. Später sprachen sie von Gasgeruch und von Mädchen, die durch die Splitter des zerborstenen Glasmosaiks an der Stirnwand des Bades und von den Kacheln des Schwimmbeckens in Stücke gerissen wurden. Auf dem schnell steigenden Wasser habe man Leichen und Leichenteile, belegte Brote und sonstige Reste vom Abendessen, auch leere Schwimmwesten treiben sehen. Kaum Geschrei. Dann sei das Licht weg gewesen. Die 2 oder 3 Marinehelferinnen, von denen mir keine passbildkleinen Fotos vorliegen, konnten sich vorerst durch einen Notausgang retten, hinter dem eine Eisentreppe steil zu den höher gelegenen Decks führte. Und dann sagte Mutter noch: Beim dritten Bums erst sei Dr. Richter bei den Wöchnerinnen und Schwangeren gewesen. Da war schon der Deibel los, rief sie jedes Mal, sobald sie ihre Endlosgeschichte auf Nummer 3 kam. Der letzte Torpedo traf mittschiffs den Maschinenraum. Nicht nur die Schiffsmotoren fielen aus, auch die Innenbeleuchtung auf den Decks und die sonstige Technik. Alles Weitere geschah im Dunkeln. Allenfalls erlaubte die Minuten später anspringende Notbeleuchtung einige Orientierung im Chaos der ausbrechenden Panik innerhalb des 200 Meter langen und 10 Stockwerke hohen Schiffes, von dem keine SOS-Rufe über Funk abgegeben werden konnten. Auch die Geräte im Funkraum waren ausgefallen. Nur vom Torpedoboot Löwe ging wiederholt der Ruf in den Äther: Gustloff sinkt nach 3 Torpedotreffern. Zwischendurch wurde die Lage des sinkenden Schiffes gefunkt, endlos, über Stunden. Position Stolpemünde 55 Grad 07 Nord, 17 Grad 72 Ost, erbitten Hilfe. Auf S13 wurden die Treffer und das bald erkennbare Sinken des Zielobjekts mit unterdrücktem Jubel wahrgenommen. Kapitän Marinescu befahl, mit dem bereits vorgefluteten Boot auf Tiefe zu gehen, wissend, dass in Küstennähe, zumal über der Stolpebank, nur wenig Schutz vor Wasserbomben zu finden war.
Zuvor musste der in Rohr 2 stecken gebliebene Torpedo entschärft werden. Zündfertig mit laufendem Antriebsmotor, wie er festsaß, konnten ihn leiseste Erschütterungen zur Explosion bringen. Zum Glück fielen keine Wasserbomben. Das Torpedoboot Löwe suchte bei gestoppter Maschine das tödlich getroffene Schiff mit Scheinwerfern ab. Versäumnisse rächten sich. Warum waren die ohnehin zu wenigen Rettungsboote nicht vorsorglich ausgeschwenkt worden? Warum hatte man die Davids und Talien nicht regelmäßig enteist? Zudem fehlte das im Vorderschiff abgeschottete, womöglich noch lebende Personal. Die Marinerekruten der Lehrdivision waren im Umgang mit Rettungsbooten ungeübt. Das vereiste Sonnendeck, das zugleich Bootsdeck war, brachte spiegelglatt, wie es sich neigte, die aus den oberen Decks andrängende Masse ins Rutschen. Schon gingen die ersten Weil haltlos über Bord. Nicht jeder fiel mit Schwimmweste. Jetzt wagten viele in Panik den Sprung. Der Hitze im Schiffsinneren wegen waren die meisten, die auf Sonnendeck gedrängt waren, zu leicht bekleidet. Um bei 18 Grad minus Luft und entsprechend niedriger Wassertemperatur sind es 2 oder 3 Grad plus gewesen, den Kälteschock zu überleben. Dennoch sprangen sie. Von der Brücke her kamen nun Befehle, alle Nachdrängenden in das verglaste untere Promenadendeck zu lenken, dessen Türen zu verschließen und bewaffnet zu bewachen, in der Hoffnung auf rettende Schiffe. Diese Maßnahme wurde strikt durchgeführt. Bald hielt die 166 Meter lange Steuer- und Backbord umlaufende Vitrine 1000 und mehr Menschen gefangen. Erst ganz zum Schluss, als es zu spät war, sind an einigen Abschnitten der Promenadenverglasung die Panzerglasscheiben zerborsten. Was aber im Schiffsinneren geschah, ist mit Worten nicht zu fassen. Mutters für alles unbeschreiblich stehender Satz: Da hab ich keine Töne für, sagt, was ich undeutlich meine. Also versuche ich nicht, mir Schreckliches vorzustellen und das Grauenvolle in ausgepinselte Bilder zu zwingen, so sehr mich jetzt mein Arbeitgeber drängt, Einzelschicksale zu reihen mit episch ausladender Gelassenheit und angestrengtem Einfühlungsvermögen den großen Bogen zu schlagen und so mit Horrorwörtern dem Ausmaß der Katastrophe gerecht zu werden. Das hat der Schwarz-Weiß-Streifen mit Bildern versucht, die in Filmstudios vor Kulissen entstanden. Man sieht drängende Masse, verstopfte Gänge, den Kampf um jede Treppenstufe aufwärts, sieht verkleidete Komparsen als Eingeschlossene im verschlossenen Promenadendeck, ahnt die Schlagseite des Schiffes, sieht, wie das Wasser steigt, sieht im Schiffsinneren Schwimmende, sieht Ertrinkende, und Kinder sieht man im Film. Kinder von ihren Müttern getrennt. Kinder an der Hand die baumelnde Puppe. Kinder verirrt in bereits geräumten Gängen. In Nahaufnahme die Augen vereinzelter Kinder. Doch die über 4000 Säuglinge, Kinder und Jugendlichen, für die es kein Überleben gab, waren allein aus Kostengründen nicht zu filmen. Blieben und bleiben abstrakte Zahl, wie all die anderen in die Tausende, Hunderttausende, Millionen gehenden Zahlen, die damals wie heute nur grob zu schätzen waren und sind. Eine Null am Ende mehr oder weniger, was sagt das schon? In Statistiken verschwindet hinter Zahlenreihen der Tod. Ich kann nur berichten, was von Überlebenden an anderer Stelle als Aussage zitiert worden ist. Auf breiten Treppen und schmalen Niedergängen wurden Greise und Kinder totgetreten. Jeder war sich der Nächste. Fürsorgliche versuchten, dem Tod zuvorzukommen. So wird von einem Ausbildungsoffizier gesagt, er habe in der ihm zugeteilten Familienkabine zuerst seine 3 Kinder, dann die Ehefrau, schließlich sich selbst mit der Dienstpistole erschossen. Gleiches wird von Parteigrößen und ihren Familien erzählt, die in jenen Sonderkabinen Schluss machten, die einst Hitler und dessen Gefolgsmannlei zugedacht waren und nun der selbsttätigen Liquidierung Raum boten. Anzunehmen ist, dass Hassan, der Hund des Korvettenkapitäns, gleichfalls und zwar von seinem Herrn erschossen wurde. Auch musste auf dem vereisten Sonnendeck von Schusswaffen Gebrauch gemacht werden, weil der Befehl, nur Frauen und Kinder in die Boote, nicht befolgt wurde, weshalb sich überwiegend Männer gerettet haben, was nüchtern und kommentarlos die alles lebende abschließende Statistik bewiesen hat. Ein Boot, das über 50 Personen Platz geboten hätte, hat man übereilt, besetzt von einem knappen Dutzend Matrosen, nur zu Wasser gelassen. Ein anderes Boot kippte, weil zu hastig gefiert und nur noch an der Vorderleine hängend, alle Bootsinsassen in die bewegte See und stürzte dann, als die Leine riss, auf jene, die im Wasser trieben.
Nur das Rettungsboot Nummer 4 soll zur Hälfte mit Frauen und Kindern belegt nach Vorschrift abgelassen worden sein. Da die Schwerverwundeten aus dem Laube genannten Notlazarett ohnehin verloren waren, versuchten Sanitäter, einige Leichtverwundete in Booten unterzubringen. Vergeblich. Selbst die Schiffsleitung war nur noch auf sich bedacht. Berichtet wird von einem ranghohen Offizier, der seine Frau aus der Kabine aufs Oberdeck geholt und auf dem Achterdeck begonnen hatte, die Halterung einer Motorpinasse, die zu KDF-Zeiten bei Norwegenfahrten als Ausflugsboot benutzt wurde, zu enteisen. Als es ihm gelang, endlich die Pinasse aufzuschwingen, funktionierte, ein Wunder, die elektrische Winde. Beim Abseilen vom Bootsdeck erblickten die im Promenadendeck eingesperrten Frauen und Kinder durch die Panzerglasscheiben das nur halb besetzte Boot. Und die Insassen der Pinasse sahen einen Augenblick lang, welche Masse Mensch sich hinter der Verglasung staute. Man hätte sich zuwinken können. Was im Schiffsinneren weiterhin geschah, blieb ungesehen, kam nicht zu Wort. Ich weiß nur, wie Mutter gerettet wurde. Gleich nach dem letzten Bums gingen bei mir die Wehen los. Sobald sie, als ich ein Kind war, davon erzählte, glaubte ich, eine lustige Abenteuergeschichte zu hören. Na, und dann hat mir der Onkel Doktor schnell eine Spritze verpasst. Vor dem Pieks habe sie richtig Angst gehabt. Aber mit den Wehen war Schluss denn. Es wird Dr. Richter gewesen sein, der zwei Wöchnerinnen mit Säuglingen und Mutter, unterstützt von der Stationsschwester, übers rutschige Sonnendeck hat führen lassen, worauf die drei Frauen in ein Boot gesetzt wurden, das bereits ausgeschwenkt in den Davids hing. Mit einer anderen Schwangerin und einer Frau, die eine Fehlgeburt hinter sich hatte, soll er wenig später in einem der letzten Boote, offenbar ohne Stationsschwester Helga, Platz gefunden haben. Mutter sagte mir, dass sich bei immer stärkerer Schlagseite eines der 3 Zentimeter Flakgeschütze vorm Achterdeck aus den Halterungen gelöst hatte, über Bord gestürzt und ein schon abgeviertes Rettungsboot, das voll besetzt war, zerschmettert hat. Das ist gleich neben uns passiert. So ein Glück haben wir gehabt. Also verließ ich in Mutters Leib das sinkende Schiff. Unser Boot legte ab und gewann, umgeben von Treibgut noch lebender und schon toter, einige Distanz zur sich neigenden Backbordseite des Schiffes, dem ich jetzt, bevor es zu spät ist, gerne die ein oder andere Story abgewinnen würde. Zum Beispiel die vom allseits beliebten Bordfriseur, der seit Jahren die immer seltener werdenden silbernen 5-Mark-Stücke gesammelt hatte. Nun sprang er mit prallem Säckchen am Hosenbund in die See, um sogleich beschwert vom Gewicht der Silberlinge. Aber ich darf keine weiteren Storys erzählen. Jetzt wird mir geraten, mich kurz zu fassen. Nein, mein Arbeitgeber besteht darauf. Da es mir ohnehin nicht gelinge, das tausendmalige Sterben im Schiffsbauch und in der eisigen See in Worte zu fassen, ein deutsches Requiem oder einen maritimen Totenpfand aufzuführen, sollte ich mich bescheiden zur Sache kommen. Er meint zu meiner Geburt, doch war es nicht so weit. Noch war es nicht so weit. In jenem Boot, in dem Mutter ohne Eltern und Fluchtgepäck, aber mit gebremsten Wehen saß, hatten alle Insassen aus wachsendem Abstand und sobald eine Welle sie hob, den Blick frei auf die mit bestürzender Schlagseite sinkende Wilhelm Gustloff. Da der Suchscheinwerfer des seitab in schwerer See Position haltenden Begleitschiffes immer wieder die Brücken aufbauten, das verglaste Promenadendeck und das schräg nach Steuerbord aufragende Sonnendeck streifte, erlebten diejenigen, die sich in das Boot gerettet hatten, wie einzelne und zu Knäueln gefügte Menschen über Bord gingen. Und nahebei sah Mutter und sahen alle, die sehen wollten, Treibende in ihren Schwimmwesten, unter ihnen noch Lebende, die laut oder matt um Hilfe riefen, um Aufnahme in die Boote flehten und andere, die, bereits abgestorben, Schlafenden glichen. Aber schlimmer noch, sagte Mutter, sei es den Kindern ergangen. Die sind alle falsch runtergekommen vom Schiff, mit dem Kopf zuerst. Nur hingen sie in die dicken Schwimmwülste mit den Beinchen nach oben raus. Und sobald Mutter später, etwa von den Gesellen ihrer Tischlereibrigade oder von einem ihrer zeitweiligen Bettgenossen gefragt wurde, wie sie als junge Frau zu weißen Haaren gekommen sei, sagte sie, das ist passiert, als ich die Kinderchens Kopf untergesehen hab. Auf die Minute genau, als die Justloff absoff, wie Mutter behauptet, oder wie ich sage, als die Wilhelm Gustloff mit dem Bug voran und bei extremer Schlagseite nach Backbord hin zugleich sank und kenterte,
wobei von allen Oberdecks rutschende Menschen und gestapelte Flöße alles, was keinen Halt mehr fand, in die aufschäumende See stürzte, als auf die Sekunde genau, wie auf Befehl aus dem Nirgendwo, noch einmal die seit den Torpedotreffern erloschene Schiffsbeleuchtung inwendig sogar auf den Decks ansprang und wie in Friedens- und KDF-Zeiten jedem, der Augen hatte, zum letzten Mal Festbeleuchtung bot. Als alles ein Ende fand, soll ich ganz normal in der engen Koje des Maschinenoffiziers geboren worden sein. Aus Kopflage und ohne Komplikationen oder wie Mutter sagte: Das hing mir nix. Einfach rausgeflutscht, bist du. Sie hat von all dem, was draußen außerhalb der Koje geschah, nichts mitbekommen. Weder die Festbeleuchtung des kenternd sinkenden Schiffes noch den Absturz in sich verknollter Menschentrauben vom zuletzt aufragenden Deck. Doch soll ich, nach Mutters Erinnerung, mit meinem ersten Schrei jenen weithin tragenden und aus tausend Stimmen gemischten Schrei übertönt haben, diesen finalen Schrei, der von überall herkam. Aus dem Innern des absackenden Schiffsleibes, aus dem berstenden Promenadendeck, vom überspülten Sonnendeck, dem rasch schwindenden Heck und von der bewegten Wasserfläche aufsteigend, in der Tausende lebend oder tot in ihren Schwimmwesten hingen. Aus halbvollen und überfüllten Booten, von eng besetzten Flößen, die von Wellen gehoben wurden, in Wellentälern verschwanden, von überall her stieg gebündelt der Schrei auf und steigerte sich mit dem plötzlich einsetzenden, dann je erstickten Heulen der Schiffssirene zu grauenhafter Zweistimmigkeit. Ein nie gehörter, ein kollektiver Endschrei, von dem Mutter sagte und weiterhin sagen wird: Sonje, Schrei kriegst du nie mehr raus aus mir, hör. In der nächsten Woche liest Bela B. aus Thomas Manns Zauberwerk komplett. Ja, auswendig. Genau. Vielen Dank für die eindrucksvolle Lesung. Auch die Stimme hätte niemand anders so perfekt imitieren können. Danke, Helene. Günter Grass. Günter Grass wurde in der Forschung vollkommen zu Recht als Anwalt der Flüchtlinge bezeichnet. Als die SPD sich 1992 mit der Union einigte, das Asylrecht durch eine Grundgesetzänderung zu verschärfen, trat Grass aus seiner Partei aus. In der Frage des Grundrechts auf Asyl kannte er keine Kompromisse. Noch stärker als zuvor setzte er sich in dieser Dekade für den Schutz von Asylbewerbern ein und er zeigte Flagge, als Brandanschläge in den 90er Jahren die Republik erschütterten. Allerdings beließ er es nicht bei bloßen Solidaritätsbekundungen, sondern dachte weiter. Ihm war klar, dass die Auswüchse des Kapitalismus, die ungerechte Verteilung von Nahrung und materieller Güter, die Umweltzerstörung, die Überbevölkerung Ursachen neuer Kriege und damit von Flucht und Vertreibung waren. Die Umsetzung der Beschlüsse der Nord-Süd-Kommission, die unter dem Vorsitz Willy Brandts gefasst wurden, mahnte er wieder und wieder an. Er forderte einen Schuldenerlass für die Länder der sogenannten Dritten Welt und eine deutliche Erhöhung der Entwicklungshilfe. Und wenn heute floskelhaft über die Bekämpfung der Lösungsansätze gegen Flucht und Vertreibung, gegen den Terrorismus diskutiert wird, sind diese Reden besonders erinnerungswürdig. Sie hören nun einen Ausschnitt aus einer kurzen Rede, in der Günter Grass den damaligen Vorsitzenden der SPD, Björn Engholm, versucht zu überzeugen, den damals noch nicht abgeschlossenen Asylkompromiss abzulehnen. Vergeblich, wie Sie inzwischen wissen. Grass' Rede war besonders pikant, da Engholm dem berühmten Schriftsteller, der 65 Jahre alt geworden war, in der Hansestadt einen großen Empfang ausrichtete. Grass liebte es bekanntlich, gerade bei solchen Anlässen, dem versammelten Geburtstagsgesellschaftspublikum in die Suppe zu spucken. Doch zuvor will ich, ohne eine Diskussion entfesseln zu wollen, einige Anmerkungen zu jenem Thema zu machen, das uns alle bewegt und in Frage stellt. Zum Thema Asyl. Ich muss dir, lieber Björn,
nicht erklären, wie sehr und entscheidend das Immigrantenschicksal, das hier verweigerte, dort gewährte Asyl, die Geschichte der deutschen Sozialdemokratie gezeichnet hat. Diese Erfahrungen haben mit dazu beigetragen, dass die sogenannten Verfassungsväter das Grundgesetz mit einer tragenden Säule, dem individuellen Grundrecht auf Asyl für politisch, religiös und rassisch Verfolgte, gesichert haben. Es wird dir bewusst sein, lieber Björn, dass jede Änderung an diesem Grundrecht, dem Artikel 16, an die Substanz geht. Die bisherige Diskussion beweist, dass die Meinungen der Sozialdemokraten gespalten sind. Am Ende könnte nicht nur die Verfassung durch Schmälerung, sondern auch die SPD durch Spaltung Schaden nehmen. Wir haben uns dieses Thema aufdrängen lassen. Bundesweit lagern über 4000 unerledigte Asylanträge. Es ist nicht mehr auszuschließen, dass diese Schlamperei auf Absicht fußt. Mit Horrorzahlen lässt sich fahrlässig leicht einschüchternde Politik machen. Sicher ist, dass die westeuropäischen Länder und mit ihnen besonders die Bundesrepublik künftig einem zunehmenden Einwanderungsdruck ausgesetzt sein werden. Die Versäumnisse gegenüber den Staaten der Dritten Welt und ihren der Verelendung ausgelieferten Menschen kommen auf uns zurück, holen uns ein und stellen uns vor Probleme, die nicht mit Hilfe neuer Paragraphen und Verordnungen gelöst werden können. Der während Zeiten der sozialliberalen Koalition auf 0,7% Entwicklungshilfe gehobene Satz, man hielt das damals für eine Leistung, ist mittlerweile auf 0,45% und weniger gesenkt worden. Es wäre also Aufgabe der SPD, eine Anhebung dieses Satzes auf weit mehr als 2% zu fordern, zumal sich diese Mehrausgaben durch nun endlich mögliche Abstriche im Verteidigungshaushalt finanzieren ließen. Im Verbund mit solch einer nach außen wirkenden Hilfe könnte ein Einwanderungsgesetz, die Bundesrepublik ist ein Einwanderungsland, dem Zustrom der Wirtschaftsflüchtlinge auf zivilisierte Weise begegnen. Beispiele dafür gibt es genug. In Europa herrscht Krieg. Bei der Verhinderung dieses Krieges hat sich das vereinigende Europa versagt. Umso mehr Grund besteht, Kriegsflüchtlingen menschenwürdigen Aufenthalt zu gewähren, solange der Krieg dauert. Diese Maßnahmen könnten deutlich machen, dass der Artikel 16 im Grundgesetz einzig den politisch Verfolgten gilt, weshalb auch kein Anlass besteht, ihn zu ändern. Allenfalls könnte man ihn erklärend ergänzen, ohne allerdings seine Substanz zu beschädigen. Nie jedoch dürfen wir zulassen, dass uns rechtsradikaler Terrorismus und populistische Parolen unter Druck setzen. Die Fähigkeit zum Kompromiss schließt nicht Standfestigkeit in der Sache aus. Deshalb bitte ich dich, lieber Olaf, lieber Björn, uns nicht in den jederzeit handhabbaren Kästchen hier Gesinnungsethik, dort Verantwortungsethik zu sortieren. Zum Beispiel fußt meine Gesinnung auf Verantwortung. Sie dürfen gerne klatschen. Auch in seinem letzten sehr berührenden Buch von Endlichkeit, Kite mit AI selbstverständlich, 2015 posthum erschienen, befasst sich Grass mit dem Schicksal von Flüchtlingen, und zwar in einem Gedicht. Fremdenfeindlich. Als Millionen Vertriebene mit wenig Gepäck und lastender Erinnerung im restlichen Vaterland zwangseinquartiert wurden, riefen viele Heimische, die sich durch Zuzug beengt sahen, geht hin, wo ihr hergekommen seid. Aber sie blieben, und eingeübt blieb der Ruf, haut endlich ab. Bald galt der Fremden, die später, noch später, von weit her gereist kamen und unverständlich sprachen. Sie blieben gleichfalls
und vermehrten sich sesshaft. Erst als die immer schon Heimischen sich fremd genug waren, begannen auch sie, in all den Fremden, die mühsam gelernt hatten, ihr Fremdsein zu ertragen, sich selbst zu erkennen und mit ihnen zu leben. Vielen Dank. Grimms Wörter von Günter Grass erschien 2010. Das Buch ist eine Liebeserklärung an die deutsche Sprache, die für Günter Grass eine Art Heimat war. Hier fühlte er sich zu Hause. Und zugleich setzte er den Brüdern Grimm ein Denkmal, die es ähnlich sahen. Durch die Verschränkung mehrerer Zeitebenen blendet Grass immer wieder seine eigene, zumeist politische Biografie in diesem vollkommen zu Unrecht wenig bekannten Werk ein. Grass ist somit mit den Grimms über, Zitat, Wortbrücken verbunden und betreibt Oralverkehr mit Vokalen von A wie Anfang bis Z wie Zettelkram. Heute ist beinahe vergessen, dass Jakob Grimm einst aus politischen Gründen des Landes verwiesen wurde, denn er musste das Königreich Hannover verlassen, weil er zusammen mit anderen Göttinger Professoren, historisch Interessierte kennen die Göttinger Sieben vielleicht, den König kritisierte, der die Verfassung selbstherrlich änderte. Diese kurze Episode und das wunderschöne Zitat einer Großmutter, das Sie gleich hören, hat Günter Grass nicht erfunden. Es soll sich tatsächlich so abgespielt haben, wenn man jedenfalls dem Märchenonkel Jakob Grimm Glauben schenken darf. Im Anschluss an diese kleine Episode spannt Grass dann im Text einen ganz weiten historischen Bogen. Er erwähnt einen sehr berühmten Flüchtling aus uralten Zeiten, den Sie zumindest dem Namen nach alle kennen. Flucht und Migration scheint eine anthropologische Konstante zu sein. Und eines ist ganz sicher, wir alle stammen von Geflüchteten ab. Vom Witzenhausener Zollhäuschen, wo man kurz Rast einlegte, vertrat sich Jakob die Beine. Nur Schritte entfernt fanden Dahlmann und Gervinus ins Gespräch. Der ferne Bruder Ludwig Emil hätte diese Versammlung ernster Männer mit schnellem Stift skizzieren können, leicht karikierend. Neben der Kutsche ging Jakob auf und ab, bis ihm eine alte Frau, die beiseite ihr Enkelkind hielt, von Gesicht zu Gesicht gegenüberstand. Kälte, Atem, der frostig verwehte. Für einen Augenblick stach die Sonne durch, Krähen im kühlen Geäst. Da sagte die Alte zum Enkel hinab: Kind, gib dem Herrn die Hand. Er ist ausgewiesen, ein Flüchtling. So tat das Kind. Nicht nur Dahlmann und Gervinus hörten und sahen. So wurde diese Begegnung zur Legende. Jakob, weil angesprochen, erschrak und flüchtete sich in die Kutsche. Doch noch während der Fahrt nach Kassel, das ihm aus seiner Zeit im Dienst wechselnder Herren vertraut war, nun aber eher zögerlich Zuflucht versprach, und während restliche Studenten, die sich im Hessischen reittaugliche Pferde gemietet hatten, die Asylsuchenden begleiteten, lief, angestoßen vom kennzeichnenden Wort ausgewiesen, seine innere Rede weiter, in deren meandernden Verlauf Sätze und Nebensätze geflochten waren, die alle dem Buchstaben A anhingen. Anmut und Amme, des Storchen uralter Rufname Adebar. Vielleicht stand ihm auch der Abgrund vor Augen, jene Aussicht ins Nichts, die in späterer Zeit viele Exilierte teilten, deren Quartier abschätzig Grand Hotel Abgrund genannt wurde. Aua kam ihm über die Lippen, der Ausruf Autsch bei Schmerz. Dann fiel ihm aus des lebenslang asylsuchenden Arztes Rabelei wortmächtigem Angebot der Arschwisch nach Fischerts freier Übersetzung ein, welche satte Auswahl. Anschließend trug ihm der Fleiß der Ameise, die einst Emats, Emais, Omais und Ausmaissäge heißen hatte, Wörter zu. Augenmerk, Arglist, Altgestell.
Etwas wurde altbacken genannt. Er erinnerte sich, dass seine Mutter in Hanau und Steinau von allen Leuten die Amtmännin genannt wurde. Plötzlich reizte ihn ein ins hohe Altertum zurückweisendes Wort. Alfanz, rief er. Alfanzerei, alfänzig. Wer mochte damit gemeint sein? Vermutlich seine in Göttingen verharrenden, in ihren Talaren verschanzten Kollegen, diese Alfanzer. Schließlich, oder weil ihn Dahlmann, der Freund, besorgt musterte, berief sich der Asylsuchende auf jenen alttestamentarischen Aussiedler, von dem wir abstammen, alle. Ach, alter Adam. Ab Anbeginn setzten dir Angstläuse zu, plagte dich Aftersausen, war zu ahnen, es könnte etwas, das ähnlich der Schlange sich ahlt, länglich aalglatt ist, ein Angebot machen, das seit Augustinus Erbsünde heißt und ab dem Apfelbiss Anspruch erhebt auf Vaterschaft, Alimente. Danach wurde im Schweiße des Angesichts nur noch geackert, Arbeit im Takt nach Akkord und deren Mehrwert abgeschöpft, bis, abgesahnt, nichts mehr da war. Ach, alter Adam. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön, Helene Grass. Dankeschön, Katja Niemann. Und auch Dankeschön, Bela B. Und vielen Dank, Hans-Jürg Tomda. Nein.